15. Frühjahrssymposium der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht im Deutschen Anwaltverein. Angesichts des Jubiläums beginnt dieser kleine Film mit einem Blick zurück. Das erste Symposium war überschrieben: Die revisionsgerichtliche Rechtsprechung der Strafsenate des Bundesgerichtshofs. Das klingt schon sehr formal und aus heutiger Sicht etwas holprig. So ein bisschen wie so ein Sportkommentator aus den 80er Jahren. Sie kennen das, das ist heute auch anders, als es damals klang. Vieles hat sich seither geändert, der offene und kritische Dialog aber ist geblieben. Mit dem Frühjahrssymposium verbinde ich nun nicht einen Krieg zwischen der Verteidigung und den Staatsanwaltschaften, sondern eher eine Begegnung mit dem Ziel der Bewältigung bereits erkannter Rechtsfragen, bildlich also die Überwindung von Mauern zwischen alle am Strafprozess unmittelbar Beteiligten, so wie es in Deutschland vor 25 Jahren im politischen Deutschland der Fall war. Während des Symposiums herrschte Kaiserwetter. Manche Beschilderung am Tagungshotel gab dem Beobachter allerdings Rätsel auf. Derweil wurden drinnen Interne aus dem Bundesgerichtshof gelüftet. Mit all diesen Unwägbarkeiten rechnet der Bürger nicht unbedingt. Dem erfahrenen Strafverteidiger und natürlich auch dem erfahrenen Staatsanwalt sind diese Unwägbarkeiten selbstverständlich bekannt. Er weiß, dass bei dem schwierigen und mitunter langwierigen Prozess der Herstellung gerechter Verhältnisse der Richter der eigentliche Risikofaktor ist. Dies sieht der Rechtsanwalt eher gelassen, weiß er doch, dass die Unzulänglichkeiten bei der Wahrheitsfindung sich nicht selten zum Vorteil seines Mandanten auswirken. Dazu später noch mehr. Zunächst ging es um die Erwartungen der Verteidigung an die Revision in einer literarisch angehauchten Reflexion. In der Revisionshauptverhandlung wird der Mann vom Lande nicht mehr gebraucht. Er darf erscheinen, muss dies aber nicht. Ist der Beschwerdeführer erkrankt oder verreist, so kann der Termin ohne ihn stattfinden. Ist er inhaftiert, kann er beantragen, vorgeführt zu werden. Erzwingen kann er es nicht. Gleichwohl könne der Eindruck entstehen, dass bei anwaltlichen Fehlern nicht so nachsichtig umgegangen werde, wie bei den Fehlern anderer. Eine Anmerkung aus dem Auditorium. Fürsorge hat der Verteidiger zunächst mal zu gewähren, seine Mandanten, und dazu gehört, dass er, wenn es um eine Revision geht, das entweder kann oder jemanden kennt, der es kann. Wenn es um das Thema Öffentlichkeit in der Justiz geht, dann sind die Erfahrungen durchaus zwiespältig. Häufig verlieren sich auf den Zuschauerbänken nur einige im Gerichtsbesuch routinierte Senioren, Angehörige der Angeklagten oder Schulklassen. Im Gegensatz dazu sehen sich einzelne spektakuläre Strafprozesse immer wieder in den Brennpunkt des Interesses der Öffentlichkeit gerückt. Beispielhaft sei hier nur auf die Verfahren gegen prominente Persönlichkeiten wie Kachelmann, Wulff oder Uli Hoeneß, auf das NSU- und das Bayern-LB-Verfahren, den Saal-Oppenheim-Prozess oder auf das demnächst anstehende Love-Parade-Verfahren verwiesen. Mit der gewollten historischen Öffentlichkeit bei den Verfahren aber habe dies nichts mehr zu tun. Dank Live-Tickern finden spektakuläre Verhandlungen mittlerweile in der Öffentlichkeit statt, nicht mehr, wie ursprünglich gedacht, für die Öffentlichkeit. Beispiel das Love-Parade-Verfahren. Stellen wir uns für einen Moment, bitte aber auch nur rein hypothetisch, vor, nach Eröffnung des Hauptverfahrens in dieser Sache und nach Bekanntgabe der Hauptverhandlungstermine würde der für das Landgericht Duisburg zuständige Generalstaatsanwalt in Düsseldorf in einer öffentlichen Erklärung aus Anlass des bevorstehenden Verfahrens die Öffentlichkeit nicht nur auf das strafrechtliche Risiko der Veröffentlichung von Aktenbestandteilen in gedruckten oder elektronischen Medien hinweisen, sondern auch auf die Gefahr strafrechtlicher Verfolgung im Fall von Kommentaren zu diesem Verfahren in den Medien, die sich auf Zeugenaussagen oder sonstige entscheidungserhebliche Sachverhalte beziehen würden. Begründung: Solche Kommentare würden die Gefahr heraufbeschwören, die Mitglieder des erkennenden Gerichts würden in ihrer Entscheidungsfindung unzulässig beeinflusst. Wie gesagt, vor dem Hintergrund der deutschen Gesetzeslage ist das ein völlig hypothetischer Vorgang. In anderen Ländern ist es Realität. Beispiel Großbritannien. Dort sorgt gerade die juristische Aufarbeitung einer Katastrophe bei einem Fußballspiel für Schlagzeilen. Das Unglück mit vielen Opfern ist der Love Parade vergleichbar und soll nun nach 25 Jahren erneut aufgerollt werden. Da Öffentlichkeit eben per se nicht gut sei, sondern wie ein Medikament auch Nebenwirkungen habe, entspann sich eine lebhafte Diskussion.
man sich vorstellt, hier würden nun alles Zuschauer sitzen und wir würden uns auf dieser Leinwand das angucken, was im Nachbarsaal verhandelt wird, dann ist das ja im Grunde genommen für mein Verständnis unabhängig von allen verfahrensrechtlichen Problemen, die sich daraus ergeben können im Einzelfall, ja in der Tat eine Beförderung von Prangerwirkung und eine Tendenz zum Sensationsprozess, die wir ja gerade nicht wollen. Wenn aus Verhandlungen live getwittert werde oder komplette Sitzungsprotokolle online verfügbar seien, dann müssten die Konsequenzen daraus besser untersucht werden. Bevor man anfängt, darüber nachzudenken, naja, handelt es sich um eine Übertragung oder ein Spiegelbild, was einfach nur an die Wand geworfen wird, wollen wir den Raum noch erweitern, welche technischen Möglichkeiten haben wir. Selbstverständlich ist die Technik sicherlich nicht das Problem. Dann muss man sagen, kann man erstmal darüber nachdenken, die Hauptverhandlung in Bild und Ton einfach zu videografieren und sozusagen erstmal wieder die Verfahrensbeteiligten, die selbst involviert sind, denen sozusagen diese technischen Errungenschaften zugutekommen zu lassen. Aber ich meine, dass man das insgesamt noch sehr viel weiter untersuchen müsste, welche Bedeutung die Öffentlichkeit heutzutage für die Wahrheitsfindung in einem Strafprozess hat. Und noch eine Meinung. Ich glaube, das war auch mein Eindruck insgesamt aus dem, was wir hier gehört haben. Wir sollten mal drüber nachdenken, wo es möglicherweise hingeht. Denn die vorsichtige Formulierung von Ihnen, Herr Dr. Frank, der Öffentlichkeitsgrundsatz habe sich etwas entfernt von seinen Ursprüngen, mag ja sein, lässt die Frage offen, wo ist er denn heute? Von der Öffentlichkeit zum Wirtschaftsstrafrecht. Denn das Funktionieren einer Rechtsgemeinschaft hängt auch von der Verlässlichkeit ihrer rechtlichen Regeln und deren Auslegung ab. Übertriebene Vorsicht des Rechtsanwenders angesichts sich widersprechender Urteile oder gar in höchstrichterlichen Entscheidungen angelegte, sich gegenseitig widersprechende Verhaltensbefehle sind ein nicht über einen längeren Zeitraum akzeptables Übel. Wie kompliziert und zugleich auch wie menschlich einfach manche Entscheidungen zustande kommen, konnten Außenstehende bislang nur vermuten. Jetzt wissen sie es. Es kann passieren und ist zwar nicht die Regel, aber auch nicht ganz selten, dass im Großen Senat die Meinungen der 5 Senate, wie sie in den vorbereitenden Stellungnahmen vertreten worden sind, unverändert aufeinandertreffen. Obgleich ein imperatives Mandat der Mitglieder des Großen Senats nicht besteht, kann es vorkommen, dass die Mitglieder eines Senats, zum Beispiel dessen Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender, gleich abstimmen, sodass sich im Großen Senat mehrere Paare begegnen, deren Meinung zur Rechtsfrage bereits weitgehend feststeht und die im Feedback mit ihrem Senat stehen und eine Niederlage keinesfalls erleiden möchten und in ihren Senaten nicht vertreten wollen. Mit leiser Stimme und vielen Interna zog der Redner den Saal in seinen Bann und den Widerspruch seiner Kollegen auf sich. In der Zugehörigkeit von roundabout anderthalb Jahren habe ich allerdings ganz persönlich etwas andere Erfahrungen gemacht, soweit es um den fachlichen Austausch zwischen den Senaten geht. Da ist meine Erfahrung, dass es gar nicht so selten vorkommt, und zwar selbst bei jemandem, der ziemlich frisch im Gericht ist und vergleichsweise ungewöhnlich dorthin gekommen ist, dass ich mit Kollegen aus anderen Senaten entweder aus Anlass von Fällen, die ich zu bearbeiten habe, oder umgekehrt in einen fachlichen Diskurs komme. Dass das vielleicht gelegentlich noch häufiger der Fall sein könnte, will ich gerne einräumen. Aber wie gesagt, das ist nur ein ganz persönliches Statement. Von dem persönlichen Statement zum nächsten Tagungsschwerpunkt Serienstraftaten in der Revision. Der Fortsetzungszusammenhang ist zwar Geschichte, die Erinnerung daran ist aber nach wie vor da. Ich beginne mit dem ersten Satz einer Urteilsbegründung in Koblenz in Zeiten, in denen es den Fortsetzungszusammenhang noch gab. Und das hieß, das, Herr Angeklagter, sind mindestens 4 Jahre, die Sie hier nicht gekriegt haben. Was steckt da dahinter? Da steckt dahinter der Einwand der Rechtskraft, die Sache sei bereits verurteilt, nämlich in einem anderen Verfahren, in dem ebenfalls Fortsetzungszusammenhang angenommen worden ist. Und deshalb musste man wegen eines Verfahrenshindernisses die ganze Sache einstellen. Nach dem historischen Exkurs, in dem Fall ging es übrigens um Anlagebetrug, zurück in die Gegenwart und zu einer fehlenden Definition. Da habe ich gedacht, naja, wenn es schon kein Rechtsbegriff ist, dann ist vielleicht die Serienstraftat ein kriminologischer Begriff. Und schlag doch mal nach in den wunderschönen großen Lehrbüchern zur Kriminologie, ob dort der Begriff Serienstraftat auftaucht. Tut er aber nicht. Sondern man findet nur den Serienstraftäter.
Dieser Serienstraftäter ist aber das, was im Polizeijargon meist der Mehrfachintensivtäter ist. Abgesehen davon, dass seine eigene Definition Nottäte, Modelle für den Umgang mit Serienstraftaten, liegen wohl auf dem Gebiet des Prozessrechts, nicht bei der Konkurrenzlehre. Nach so viel geballtem Wissen fand der Tag seinen Abschluss in lockerer Runde. Der Chronist deckt darüber den Mantel des Schweigens und geht gleich über zur Standortbestimmung am Beginn des zweiten Beratungstages. Wie sind die Regeln der Verständigung nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts? Zunächst informelle Absprachen sind verboten. Dann Absprachen über Gesamtlösungen entfalten keine Bindungswirkung. Mitteilungs-, Dokumentations- und Belehrungspflichten sind keine bloßen Ordnungsvorschriften, sondern wesentliche verfahrensrechtliche, wie das Bundesverfassungsgericht es ausdrückt, Einhegungen zum Schutz der genannten verfassungsrechtlichen Grundsätze. Und schließlich müssen die Revisionsgerichte eine effektive Kontrolle verständigungsbasierter Urteile gewährleisten. Von der Theorie zur Praxis, wie sieht das nun in der Realität aus? Drei Typen von Richtern seien da wesentlich. Zum Teil erleben wir jetzt den Typus des Richters, der überhaupt sich völlig verschließt. Der nicht einmal mehr eine Terminsabstimmung macht, weil er Angst hat, dass er vielleicht irgendwas dabei falsch machen könnte, weil er das vielleicht protokollieren müsste. Der muss ja auch Ladung machen. Also er der völlig verunsichert, die Totalverweigerer sozusagen, sind aufgetreten. Typ 2 dagegen, so die Beobachtung in der Praxis, sind Richter, die nach dem Phänomen der Kettenverständigung reden. Man trifft sich auf dem Flur und plaudert, ohne dass es mitteilungspflichtig wäre. Die Kette setzt sich dann bei anderen Prozessbeteiligten fort und schließlich, so Ignor weiter, gäbe es noch die sogenannten Verschwörer, die vollständig im Geheimen ihre Absprachen treffen. Diskussion anhand eines konkreten Falls. Der zweite Strafsenat hat für mich überraschend angesichts seiner sonst ja sehr kritischen Haltung gegenüber der Verständigung gesagt, das sei kein Rechtsfehler, mit der Begründung, nur wenn tatsächlich Erörterungen stattgefunden hätten und darüber keine Mitteilung gemacht worden sei, sei das ein Verfahrensfehler. Die Antwort erfolgte prompt. Vorerst meinen wir, oder kann ich glaube ich sagen für den zweiten Senat, dass wir da relativ in uns ruhen in dieser Rechtsansicht und keine besondere Beschwer der Revisionsführer darin erkennen können. Wobei wir thematisch schon bei der abschließenden Runde angekommen wären, der Überprüfung von Verständigungen durch die Revision. Es geht um die Übersetzung der verfassungsrechtlichen Logik in die strafprozessuale Grammatik. Und diese Übersetzung, das Ergebnis muss hinterher so aussehen, dass es logisch, aber auch grammatisch stimmig ist. Verfahrensfehler würden nun häufiger angesprochen. Die Verständigung spiele eine Rolle, allerdings habe sich die Zahl der Revisionen dadurch nicht erhöht. Zusammenfassend kann man sagen, die vorliegenden Entscheidungen vollziehen die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts nach. Regelmäßig führt ein Verstoß gegen Belehrungspflichten nach 257c Absatz 5 zur Urteilsaufhebung, nur wenn mit Sicherheit festgestellt werden kann, dass der Angeklagte das Geständnis auch bei ordnungsgemäßer Belehrung abgegeben hätte, wird, wie diese beiden Fälle jetzt gerade gezeigt haben, das Beruhen ausgeschlossen. Dieser kleine Film kann die zweitägige Diskussion natürlich nur sehr rudimentär widerspiegeln. Wir können aber an dieser Stelle schon auf das Herbstkolloquium verweisen, am 14. und 15. November in München.